Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Wir haben jetzt während der Aufnahme eine ganze Menge erreicht. Wir haben Tali zurückgeholt in unser Team, haben ihre Loyalität errungen, haben schon wieder gegen die Kollektoren gekämpft und hatte dabei schon wieder diverse Bugs und Fehler. Und mich tierisch aufgeregt und tierisch rumgeschrien, hat am liebsten das Spiel zerfetzt. Sorry dafür, ich mache das selber tatsächlich gar nicht gerne. Aber ich kann es halt einfach nicht unterdrücken, wie ich schon gesagt habe. Und ja, jetzt sind wir hier in einem neuen System angekommen, das richtig viele Planeten hat. Ich sehe hier schon 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und außen, ich weiß nicht, ob außen auch noch welche sind. Aber das ist auf jeden Fall ein bisschen größer als die üblichen. Da haben wir auch wieder einiges zu lesen. Ich glaube, nach der ganzen Action, die wir hier hatten, glaube ich, haben wir uns das auch mal verdient. So, also, wir fangen an und arbeiten uns, wie immer, ich würde mal sagen, diesmal von innen nach außen. Und schauen uns mal das Ganze an. Oh, guck mal, Wallace. Ist ein ungewöhnlich kleiner Pegasit oder heißer Jupiter, der früher ein extrasolarer Planet war, dann in dieses System kam und von der Gravitation des G-Klasse-Sterns Skepsis eingefangen wurde. Wallace ist rotationsgebunden und seine heiße Seite erreicht Temperaturen von über 2500 Grad. Obwohl im Verhältnis zu seinem Stern nicht groß genug, um von Watson sichtbare Finsternisse zu erzeugen, ist Wallace in Morgen- und Abenddämmerung dennoch eine der hellsten Erscheinungen am Himmel. So, Darwin ist ein mittelgroßer Gesteinsplanet, dessen Name pure Ironie sein muss. Handelt es sich doch um einen der lebensfeindlichsten Planeten der gesamten Galaxie. Seine Atmosphäre schmerzt, seine Temperatur kocht und seine chemische Zusammensetzung ist toxisch. Kohlenmonoxid und Methan hüllen den Planeten in einen undurchdringlichen Dunst und Oberflächenscans zeigen lediglich Silikate und geschmolzenes Zinn. Die täglichen thermalen Fluktuationen führen zu Wirbelstürmen, deren Augen man aus dem Orbit sehen kann. Also, ich vermute mal diese Punkte, diese Flecke da. Trotz allem benutzten Raumfahrer Darwin zur Entladung ihrer Antriebskerne. Die Annäherung ist durch aufreißende Wolken in den oberen Schichten der Atmosphäre relativ problemlos möglich. So, oh, das sieht gut aus. Watson ist in den Medien der Menschen wegen zwei Dingen ein Begriff. Zum einen seine spektakulären Gezeiten, die auf einem enorm großen Mond zurückzuführen sind, und zum anderen den bürokratischen Streit über die Frage, welche Nation der Erde dort zuerst siedeln dürfen. Watson ist eine Gartenwelt, die 2165 CE entdeckt wurden, was sowohl die chinesische Volksföderation, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, als auch die Europäische Union für sich in Anspruch nehmen. Die Allianz setzte schließlich den berüchtigten Reykjavik-Kompromiss durch, der jeder Staatenkoalition begrenzte Kolonisierungsrechte in Städten einräumt, die aus Populationen aller Nationen bestanden. Watson ist im Schnitt kälter als die Erde und seine gemäßigten Zonen erstrecken sich über etwa 30 Breitengrade beiderseits des Äquators. Die hier lebenden Arten lassen sich nur schwer mit Evolutionsperioden der Erde vergleichen. Auf manchen Inseln gibt es Spezies, die an Erdsäugetiere erinnern, andere wieder wimmeln vor Gliederfüßern. Es wird vermutlich noch zwei Generationen von Xenozoologen dauern, bis alle Arten des Planeten klassifiziert sind. Oh, Oberflächentemperatur 18 Grad minus. Ah, ich will da hin. Durchschnitt 25 Grad, also durchschnittlich minus 18 Grad. Bewohnbare Zonen liegt bei 25 Grad. Cool. Da will ich auf jeden Fall hin. So, 42% haben wir. Jetzt haben wir hier noch was. Was haben wir hier? Krieg. Der Gesteinsplanet Krieg hat weitläufige gefrorene Ozeane und ist bekannt für seine spektakulären Geysire, die man sogar vom Orbit aus sehen kann. Das werden, schätze ich mal, auch diese Punkte da sein. Temperatur und Druck liegen zwar im Bereich, der für Menschen akzeptabel ist, aber die dichte Atmosphäre besteht vornehmlich aus Kohlendioxid und Monoxid, was Atemmasken oder Schutzanzüge erforderlich macht.
Hauptressource sind Kalisalze vom Meeresboden, die auf Welten, die gerade terraformt werden, gute Preise erzielen. Oh, 57%, da ist aber echt, da ist echt viel. So, hier haben wir noch was. Guten Tag, Kaimowitz. Benannt nach dem Pionier für Grundwasseraufbereitungstechniken des 21. Jahrhunderts, besteht aus einer imposanten Eisschicht über einem Metallkern. Der Planet hat trotz seiner Größe nur einen Mond, Noah, der die gleiche hohe Kohlenstoffkonzentration aufweist. Astronomen glauben deshalb, dass er nach einem gewaltigen Einschlag entstanden ist. Aufgrund signifikanter Iridiumvorkommen sind auch Minenarbeiter auf dem Planeten, die wegen der starken Gravitation allerdings nur mit Robotern und Telepräsenz arbeiten können. So, Pauling ist ein Wasserstoff-Methan-Gas-Gigant, dessen Gravitationsfeld, so zumindest die Theorie, den Großteil eines vormals vorhandenen beträchtlichen Asteroidengürtels eingesaugt hat. Bei der Mission der Weltraumsonde Perfection im Jahr 2163 gewannen die Bewohner von Watson Daten, die diese Theorie stützten. Außerdem wussten die Kolonisten nun, wie viele Monde Pauling hat, 66, wie viele Ringe und mondähnliche Objekte innerhalb der Ringe. Daneben wies die pockennarbige Oberfläche des Planeten über 200 sichtbare Einschlagkrater auf. Perfection wurde zur Wiederverwendung für künftige Missionen innerhalb des Sonnensystems zurückgeholt. So, ich glaube, einen haben wir noch irgendwo. Ah, kann man den Mond angucken von dem einen? Ah ja, gut. Anomalie geortet. Ah! Franklin. Franklin ist ein großer Mond mit einer Exosphäre aus Kohlendioxid, aber auf seiner unwirtlichen Oberfläche weist nichts auf Wasser oder irgendwelche Lebensformen hin. Um Watson vor den Piraten aus dem Terminus-System zu verteidigen, verfügt Franklin über 2 Allianzraumhäfen und Marinebasen, wobei jede davon 6 Jägerschwadronen sowie eine geheime Anzahl von innerplanetarischen Raketen in den Einsatz schicken kann. Durch Masseneffektfelder wird die Schwerkraft in beiden Anlagen auf dem Niveau gehalten, das problemlos auch längere Aufenthalte ermöglicht. So, wir haben hier eine Anomalie. Die schauen wir uns doch gleich an. Sofort Notfallbunker aufsuchen. Da. Ich wiederhole. Start geortet. Sofort Notfallbunker aufsuchen. Ich wiederhole. Javelin Mark 2 Raketenstart geortet. Sofort Raketenstart geortet? Das müssen wir uns doch genauer angucken. Ich habe etwas gefunden. Anomalie. Scans orten Allianzkolonie verteidigt von einer Javelin 2 Raketenbasis. Einem Notsignal zufolge wurde die Basis von Batarianern übernommen, die nun 2 Raketen Richtung Allianzkolonie abgefeuert haben. Die völlige Zerstörung der Kolonie droht. Wahrscheinlichkeit für Überlebende bei Raketeneinschlag 0. Finden Sie die Steuerkonsole der Javelin 2 Raketenbasis. Zeit bis zum Einschlag berechnet. Gruppe hat nach der Landung des Shuttles 5 Minuten Zeit, um die Raketen zu deaktivieren. Oh mein Gott. Da muss ich aber dann erstmal speichern. Ich hasse nämlich eine Zeitbegrenzung zu haben. Solche Missionen finde ich immer ganz furchtbar. So, Schnucki, ich nehme heute mal dich mit und dich. 2 Punkte kann ich leider noch nicht nutzen. Du hast 1 Punkt, geht auch nicht. Du hast sogar 3, das ist perfekt. Was haben wir denn hier? Kurzzeitige, aber beträchtliche Verstärkung der Panzerung. Brennt sich durch Panzerung. Ah, nehmen wir das erstmal. So, gut. Ach, die hat praktisch die Raketen noch nicht abgeschossen, sondern den Abschuss initiiert. Alter, wie viele Nasenlöcher haben diese Viecher, bitte? So, ich mach mal einen separaten Spielstand. Ich sende Ihnen einen Countdown bis zum Hier hat ein Kampf stattgefunden. Ja, unter Umständen. Da lebt doch noch einer. Darf man halt nicht ganz so viel Zeit lassen. Da leben sogar noch mehr. So. Da geht's nicht. Ich muss da bestimmt... Oh, ich kann nicht speichern.
Ja, das dachte ich mir, Türe umgehen. Aber gut. Ich bin mir fast sicher, dass ich diese Tür mehrfach umgehen kann. Ah, nee. Warte. Ich bin mir fast sicher, dass ich diese Tür auch mehrfach umgehen könnte, weil das gehört ja zur Story. Das wäre traurig, wenn ich nicht gehen würde. Oh! Da fliegst du, Junge. Na? Nimm das. Komm mal bei. Ich verletz niemand. Jedenfalls nicht ungestraft. Bäh. Inklusive Kiste, ich habe Angst, da rumzustehen. Was, oh, was haben wir hier? Hallanium! Kann ich denn... Immer noch nicht. Hab nicht das Gefühl, dass ich richtig bin, tatsächlich. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh, nach unten. Schon wieder umgehen. Hier. Ratatatata. Boah, ich habe nur noch 2 Minuten, Alter. Geh mal auf, Junge. Es ist nur noch ein Code für die Notfallschalter übrig. Daher kann nur eine Rakete aufgehalten werden. Retten Sie mit dem Notfallschalter-Code das Ziel Ihrer Wahl. Was? Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Ziel von Rakete 1, Raum auf Notfallschalter hier einsetzen, um Interesse der Allianz und taktischen Vorteil zu wahren, allerdings auf Kosten von Hunderten von Bewohnern. Also ich muss hier gerade auswählen, wen ich retten möchte. Ziel von Rakete 2, Hauptstadt, notfallsicher, Notfallschalter hier einsetzen, um die Stadt und hunderte Bewohner zu retten. Nach der Zerstörung der Industrieanlagen ist die Kolonie dann allerdings nicht mehr funktionsfähig und muss evakuiert werden. Ja, das ist mir egal. Aber lieber das. Wir haben es geschafft. Aber lieber die Kolonie evakuieren und woanders dahin bringen, als die Industrie retten und wieder hunderttausende Leute opfern. Ist meine Meinung. Ich meine, man hätte natürlich, wenn man die Industrie gerettet hätte, man hätte neu besiedeln können, aber ich hätte dann halt schon wieder mehrere tausend Leben auf dem Gewissen gehabt. Und das kann ich nicht, nee. Ich meine, die 300.000 Batarianer, die haben schon gereicht, wo wir da auf dem Gewissen hatten, wo wir das große Portal zerstört hatten, ne? Also von daher habe ich da lieber die Industrie geopfert. Batarianische Extremisten daran gehindert, die Kolonie zu zerstören, Besiedlungskern der Kolonie bewahrt, Tausende von Leben gerettet. Yes. Weil man bedenke, ne, wenn wir die Kolonie nicht hätten retten wollen, hätten wir da gar nicht landen müssen, weil die Batarianer wollten die Kolonie ja sowieso angreifen, weißt du? Von daher denke ich, habe ich was Richtiges getan. So, damit haben wir das System auch abgeschlossen. Kein Movies.
So, Skepsis haben wir abgeschlossen. Jetzt gehen wir noch zu Dekoris, wo wir dann halt auch das falsche Signal entfernen müssen. Oder deaktivieren müssen, so rum. So, einmal nach oben. Ah, guck mal, da ist ja gar nicht so viel. Das sind ja nur voraussichtlich zwei Planeten. Laena, verdeckt, ist ein Treibhausplanet mit Methanschleier. Sein Kern ist arm an Metallen und seine Magnetosphäre ist signifikant, was das Scannen erleichtert und verrät, dass sich an der Oberfläche ein Minengerät befindet, das innerhalb der letzten 5 Jahre dort installiert worden sein muss. Wäre es länger her, hätten die extreme Hitze und die Staubstürme aus Eisenoxid die Maschinen längst restlos zerfetzt. Ich habe die ganze Zeit gerade ein bisschen Luft im Hals und im Bauch. Da drückt das immer so. So, ja, 50%. Ich habe eine Anomalie geortet. Okay. Sanktum bestätigt die alte Raumfahrerweisheit, nur weil was Gartenwelt heißt, muss es noch lange kein Picknick sein. Eisstürme fegen über die Pole und die gemäßigten Zonen hinweg. Und nur am Äquator befindet sich ein schmaler, bewohnbarer Streifen, ne? Wie man hier sieht, das ist wahrscheinlich der hier. Dieses Gebiet ist trocken, aber windig und beherbergt das minimale terrestrische Pflanzenleben von Sanktum. Noch haben sich hier keine Landlebewesen entwickelt, aber die wirbellosen Tiere in den pelagischen Meeren erreichen bereits eine beträchtliche Größe. Das Minengeschäft, außer am Äquator überall als Eisbrech bezeichnet, ist auf Sanktum sehr verbreitet. Der Planet verfügt über reiche Platin- und Palladiumvorkommen sowie Bohr, das vor Ort für das Imprägnieren von Halbleitern benutzt wird. Hinweis für Reisende: Die Kohlendioxidkonzentration auf Sanktum kann während thermischer Inversionswetterlagen 5000 Teile pro Million erreichen. Reisende sollten stets eine Atemmaske tragen und sich bei der Wetterwarte Sanktum nach Warnhinweisen erkundigen. Die Piraterie hat dieses Jahr auf Sanktum den höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. Besucher sollten entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ja, deswegen sind wir ja hier. Ja, und jetzt kommt Shepard und macht dem alles mal überall mal einen Strich durch die Rechnung. So, Anomalie. Das beim ersten Suchvorgang geortete Notsignal wurde jetzt als Fälschung bestätigt, mit der ahnungslosen Schiffe in den Orbit gelockt werden sollen, wo Piraten sie dann überfallen. Erste Scans legen nahe, dass die Deaktivierung des falschen Notsignals die Transmission der Blue Suns unterbricht und an dieser Stelle weitere Überfälle aus dem Hinterhalt verhindert. Oberflächenscans zeigen eine Konzentration und Kommunikationssignaturen der Blue Suns rund um einen Shuttle-Hangar. Das schauen wir uns doch mal näher an. Ne? So viel Zeit, glaube ich, haben wir noch. So, ich fand das eigentlich mit dieser Sphäre ganz cool, was die da macht. Deswegen nehmen wir die zweimal mit. Und dann schauen wir uns das mal an vor Ort. Oh, und wenn ich dann hier fertig bin, wird erstmal das Fenster wieder aufgemacht. Ich brauche frische Luft. Und was zu essen. Und dann muss ich unbedingt was essen. Und kochen. Ich habe echt Fraß. Aha, man sieht schon, dass es die Blue Suns sind. So, einmal speichern. Okay. Aufpassen! Noch nicht. Na? Komm mal ran hier. Was? Nichts ist schneller als meine Wiederaufladung. Hui. Und nochmal. Ah, nee. Schade. Bitteschön. Gibt's ordentlich aufs Fressbrett. Na, komm her. Hui. Gespeichert ist.
So, dann schauen wir uns das Ganze mal an, ne? Also das mit der Drohne ist echt cool. Das gefällt mir tatsächlich. Weil das halt die Viecher auch so ein bisschen ablenkt. Also, was heißt die Viecher? Unsere Feinde. Ein Shuttle ist gerade vor dem Südeingang gelandet. Geht raus und macht sie fertig. Sofort. Nö. Wir machen das, wir halten das sehr umgekehrt. Aufgrund von Befürchtungen bezüglich der Sicherheit der Angestellten wird die Brunfeldmine bis auf Weiteres geschlossen. Aha. Passt bloß auf, dass ihr euch nicht schon wieder irgendwie da kaputt schlagen lasst. Oh. Hui. Yay. Haha. Tschüss. Da. So, wir müssen da lang. Ich gehe mal hier gucken. Vielleicht finden wir ja wieder leckere Rüstungs-Upgrades. Naja, das sind die Kojen oder Kabinen. Oh, ein Wandsafe. Den gönnen wir uns natürlich. Lalalala. Kredits. Oh, da ist noch was. Hey Cousin, dieser Schwachkopf Selim hat mich gerade völlig grundlos gefeuert. Ich schwöre dir, der Typ hat's auf mich abgesehen. Es heißt, die Blue Suns heuern Leute an, um auf Omega einen Irren zu erledigen, der auf Selbstjustiz macht. Ich werde ihnen zeigen, wie sowas geht. Wünscht mir Glück. Die Stimme kenne ich aber auch irgendwo her. Die erinnert mich verdammt an diesen Kunstliebhaber von Evil Within 2. Ich habe gerade... Stefan, glaube ich. Ich habe das gerade nicht mehr so richtig im Kopf. Aber so ein bisschen erinnert mich tatsächlich die Stimme da dran. Gut. Ach so, Gemeinschaftscasino. Ach, habt ihr schon wieder mit Casino und Messe verwechselt, ja? Weil das ist kein Casino hier. Wow. Wow. Na gut, der ist reingelaufen. Das hat gepasst. Hui. Hui. Ah, ich liebe es. Weg mit euch. Ach so, die Geräusche machst du. Oh, was haben die hier gemacht? Iridium. Oh, das sieht aus wie ein Bossfight. Hier gestattet. Da kommt doch bestimmt Mac oder sowas. Da müssen wir lang. Aber, ne, wir haben hier noch ein paar andere Sachen. Schwere Muniwaffen, ja, cool. Ja, damit. Es kommt in Kürze eine große Ladung von der Ausgrabungsstätte rein, Jungs. Schafft die unsortierte Fracht in die Minen, um Platz zu schaffen. Mhm. Noch mehr Zeug. Nehme ich alles mit. Ja, und da kamen wir, glaube ich. Genau, und hier kamen wir. Oh! Doch noch was übersehen. Jo, Mai. So. Wer immer Sie sind, Sie
schaffen es auf keinen Fall lebend hier raus. Doch, doch. Wir sind Profis. Das geht schon. Hab ich's nicht gesagt? Oh Gott, auch noch zwei! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Wir wurden entdeckt. Gib mir. Ich bin ein. Die andere. Mach mal Platz, Mädchen. Ja, das hat getroffen. Aha. Das hat aber echt weh. Einer ist tot. Uiuiui, habe ich nicht gesagt, da kommen noch Max? Ja, du bist gut getarnt, mein Freund. Er ist tot, jawohl. Hui! Hui! Geschafft. Aber ich sag ja, da kommen noch Max. Ich kenn das Spiel mittlerweile. Der hat sich es bequem gemacht. Oh, hier sind eine ganze Menge Schiffe. Ich habe 5, brauche ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir den, in Anführungsstrichen, Boss geplättet haben. Glaube ich. Hoffe ich. Oh, warum knarzt das denn hier so? Kann man durch? Ach, das kann ich umgehen. Da ist auch nichts. Da kann man hinten durch. Wo müssen wir dann eigentlich hin? Muss ich jetzt da durch oder muss ich jetzt hinten durch? Ich weiß es nicht. Da. Ja, klar. Notsignalüberlastung. Ah, das ist das für das Notsignal gewesen. Zum Ausschalten. Und was ist da hinten? Ist das nur so ein einfacher Durchgang? Oder gibt es da hinten auch noch irgendwas? Ich will mal gucken gehen. Ach, das sind so kleine Räumchen. Ah, Kundenvertreter kommt. Ein Vertreter des künftigen Kundes ist heute angekommen. Er hat um Diskretion gebeten, was mich stutzig gemacht hat. Auf Commander Santiagos Vorschlag hin werde ich versuchen, den Vertreter dazu zu überreden, mit Art und Aufenthaltsort der Fracht, mir Art und Aufenthaltsort der Fracht mitzuteilen. Proteane-Artefakt. Oh, na, das ging ja schnell. Der Vertreter des Kunden hat mir alles gesagt, ohne dass ich großen Druck ausüben musste. Commander Santiagos Vermutung war richtig. Der Kunde will uns dafür anheuern, ein proteanisches Artefakt von der Ausgrabungsstätte abzutransportieren. Noch etwas mehr Druck und er wird uns bestimmt auch die Position der Ausgrabungsstätte verraten. Position der Ausgrabungsstätte bestätigt. Diesmal musste ich etwas intensiver nachbohren, aber letztlich hat der Vertreter doch die Position der Ausgrabungsstätte preisgegeben. Ich schicke jetzt die Schiffe und Männer dorthin. Santiago wird zufrieden sein. Das proteanische Artefakt ist viel mehr wert, als wir für seinen Transport bekommen würden. Also haben die sich überlegt, ach komm, lassen wir es, wir klauen das Ding und verkaufen es irgendwo. War das nicht das Artefakt, das wir auf diesem Planeten mit dieser ollen Kuh da gekriegt haben, wo wir das Dingens haben abschalten müssen? Wo ich komplett alleine war die ganze Zeit, war das da? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich kann es... Nein. Doch, ich kann speichern. Erschreckt mich nicht so. Das ist jetzt bestimmt wieder hier. Nee, oder auch nicht. Ja, krass. Es sind alle mal direkt nebeneinander. Das kenne ich ja gar nicht. So, ein paar Kredits. Gut, dann sind wir hier fertig. Und können das Ding deaktivieren. Huch, nein. Gut, dann lad halt mal durch. Ist auch gut. Ich glaube, wir haben alle erwischt.
Das glaube ich auch. So, fertig. So, und nix wie fort. Das müsste es gewesen sein. Ich beende mal den Satz. So, Zusammenfassung. Notsignal in der Brunfeld-Mine deaktiviert. Widerstand der Blue Suns vollständig eliminiert. Erfahrung erhalten, Credits und ein bisschen Iridium. Eigentlich eine ganz normale Sidequest. Und damit haben wir, glaube ich, sogar auch alle Sidequests da oben in dieser Ecke fertig, ne? Da! Damit müssten wir dann auch eigentlich durch sein. Bevor das jetzt mal hier die Folge beende, schaue ich mal nach. Und gehe mal zurück. Hui. Gerade so angekommen. So. Wir schauen mal. Was sagt das MP? Ja, wir sind fertig. Gut, das heißt, das nächste Mal können wir hierhin die Justikarin rekrutieren, den Attentäter rekrutieren, Miranda helfen und Liara übergeben. Oder finden, suchen, was auch immer. Und danach werden wir dann mit der Zitadelle das erstmals endlich nach, keine Ahnung, 40, 50 Folgen die Zitadelle besuchen. Das machen wir am besten komplett zum Schluss. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse mit dem Gemaule und Gezeter zwischendurch immer, aber ich denke mal, man kann es verstehen, zumindest zu einem Teil. Gut, also dann, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Also macht's gut, tschüss.